Was? Sieht aus, als ob die... Ist das? Loreen Mandarin, wo will die hin? Singen? Süßes oder saures? Achso, ist heute schon Gruseltag. Achso, okay. Achso, und im Übrigen. Hallöchen, meine Käsekätzchen, willkommen zu einer neuen Folge von The Sims 3, die Family Gacy Challenge. Ich habe zwischendrin mal kurz andere Familien gespielt, andere Familien mal hinzugefügt. Dass wir nicht mal so solche langweiligen Familien haben, also offscreen. Und wir haben einen Fohlen. Und das heißt Go for Gold. Dieses Vieh, dieses Pferdchen, habe ich nicht erstellt. Und es ist zufällig gekommen, wo ich nebenbei meine andere Familie kurz gespielt habe, um ein bisschen mal die Landschaft zu ein bisschen zu füllen. Und da haben die einfach einen Fohlen bekommen. Das geht so gar nicht. Naja gut, dann ist es so. Kann ich es nicht ändern. Haben wir doch einen Fohlen. Wir wollen ja eh keine weiteren Kinder haben. Alles gut. Was? Warum ist da am wichtigsten Abend des Jahres niemand zu Hause? Blöd. Sei gegrüßt, Erdenkind. Ich zelebriere deine feierlichen Anfluss mit einer Schwerk. Viel Spaß beim bei der Zuckerlage. Na gut, egal. Billige Drinks Happy Hour. Sind die immer noch dabei? Oder? Ja, die geht noch ein süßes und saures Bett hin. Naja, soll ich machen. Wer kocht sich was zu essen? Was macht der eigentlich zu essen? Lebrige Carbonara. Hm. Leckerchen. Hat die... Nee, die hat keinen Sattel dran. Okay. Wie wär's denn damit, wenn du einfach mal was essen tust? Hier ein Teller nehmen. Gemüse wollen sie wollen. Alter, eure Wäsche ist so wieder. Und ihr habt bestimmt auch schon gesehen, die Kleinen sind... halt schon Kinder geworden. Das habe ich aber auch gesagt, dass ich das bis zu den Kindersein spiele. Ah, nur siehst du nicht hinreißend in deinem Kruseltag-Kostüm aus. Wirst du Süßes oder Saures bekommen? Wie ist das? Gibt's denn hier überhaupt mal irgendwo welche? Naja, sag ich mal so. Die keine Supernatural-Dinger sind. Also es muss nicht unbedingt sein. Mina hält Liv für lustig. Warum steht denn hier in einem Regen eigentlich? Naja, gut, egal. Ach, Buka! Reparieren! Hör auf dich zu beschweren, reparier das Ding. Ich hoffe, sie ist jetzt halt so kein Job. Nein, gut. Zum Glück. Teller nehmen. Jetzt sind sie alle ein bisschen durchnässt. Geht gar nicht mehr. Mia, wir hoffen, das ist mit dem Pferd zu machen. Geh mal. Von wem bist du denn eigentlich? Von Dings oder? Ups. Muss jetzt mal ausgucken. Von wem bist du jetzt? Ist aber ein Männchen. Ach, der hat keinen Stammbaum. Ach, hab das adoptiert oder was? Achso. Komm, nimm mal Go for Gold Flashing Game. Ist aber ein lustiger Name. Mami fehlt mir. Welche Mami? Du hast keine Mami. Das ist hier. Wieseln. Ach so. Ich hab mich jetzt erschrocken. Die ist immer noch daheim. Mia folgen. Wieso? Die ist doch hier. Ich weiß nicht, was du hast. Ich hoffe, der Computer crasht bloß nicht.
Das hat der Computer bestimmt aus einfach so mal hinzugefügt, ne? Als lustiger Name, Go for Gold. Das ist vorhin behalte ich, das ist cool. Miep. So. Mach mal hier. Zack. Wie wär's denn damit, Mia, wenn du jetzt mal pennen gehst? So. Und du hier? Taylor, wie wär's damit, wenn du auch mal schlafen gehst? Du gehst jetzt mal aufs Klo? Ich glaube, wir müssen mal Hausaufgaben machen. Donnerstag. Oh, die Hausaufgaben sind sehr mies. Da müssen wir mal. Die sind bei allen sehr mies. Junge. Werden wir mal gucken. Morgen ist Schule und es ist alles sehr mies. Die steht hier rum. Wer ist das überhaupt, Loreen? Ich habe jetzt Mina. Mina kann jetzt erstmal da schlafen. Das ist hier die nächstgelegene Bier. Und du kannst extrem schlafen. Was hüpft ein Penny darum, wie bestellt denn die Abruf? Herumgaloppieren, okay. Dann soll sie das machen. So, alle sind sie im Bettchen. Machen wir schnell die Wäsche. Was ist denn das hier? Ach, was? Ark, Waddle, Uzok, was? Uzok, Pock. Was willst denn du, ne? Machen wir ihn mal. Achso, nee, ich habe gerade das Pferd hier im Visier. Was will denn der dann mein Gitter aufschließen? Gucken wir mal, was jetzt passiert. Weiß ich nicht, was er will. Pferd, geh doch mal einfach mal pennen. Und mit der hier, die schläft, da kann sie was fressen. Und dann weiß ich nicht, was sie machen soll. Wo ist er denn hin? Ist er jetzt weg? Wo ist der Typ jetzt abgeblieben? Nirgendwo. Gut, da können wir ihn ja. Können wir ja abschließen. Was ist denn mit dem Baum passiert? Inaktiv. Ach so, weil Herbst ist. Ach so, das Pferd kann das auch abschließen, okay. Weshalb auch immer. Uga ist auch wach. Um 4:05 benutzen. Ach, der ist hier. Der krabbelt gerade das Pferd an. Würde ich schon sagen, was macht der hier? Müssen die jetzt nicht irgendwer kennen? Würde schon sagen. Das ist wie dieses Alien von meinen Pferden. Der untersucht gerade den Heuballen. Das Heuding noch, okay. Buka? Was soll das werden? Wieso machst du alles kaputt? Du machst das jetzt wieder ganz. Aber Dali. Alien ist wieder weg. Nee, das ist schon. Wer auch immer das ist, diese Jolie Nerfandis. Mann, frisst das aber lange. Geh nochmal pinkeln. Ich helfe dir, ich kann dir nicht dabei helfen. Ja. So, go for gold. Gut, okay. Bewegung sozial. Er kann sich ja Pia, Mia darum bekümmern. Nicht Pia, sondern Mia. So, ja. Warum ist denn die Dusche. Die Dusche ist dreckig, oder? Ist sie dreckig oder sieht sie nur so aus? Nee, sieht sie nur so aus.
Junge, hier sieht's aus wie bei Hempels unter dem Sofa. Das könnte glatt Schlumpi-like sein. So. Okay. Mia, du könntest vielleicht mal deinen Garten pflegen. Das wäre mal nett. Oh, du solltest dich aus dem Fenster gucken. So. Wie ist das hier? Jolle. Hast du noch Hunger? Nee, gut. Will es erstmal da unten tun. Und dann machen wir es hier rein. So. Auf was freut die sich? Auf den Stuhl oder was? Naja. Was für ein Obstpunsch zubereiten? Genau, rennt mal los. Alle Mann. Jeder einer nach dem anderen. Vor allen Dingen das erste Mal. Buka, nein. Du gehst arbeiten. Ja. So, alle da? Ja, sie fahren jetzt alle zur Schule. So, Muttichen, die sitzt am PC. Du brauchst jetzt nicht Computerspiele spielen. Das eine Kind ist noch nicht in der Schule. Sauerei. Kann ich das machen, oder? Schule. Wird nicht die Schule geschwänzt, mein Fräulein. Gib nicht Saft trinken. Los. Oh, sind sie jetzt alle in der Schule? Ja, gut. Oh. Was hat denn das Fohlen über ungezähmt? Haben wir jetzt auch noch. Und die muss das Pferd dann auch noch sauber. Boah, hier sieht's wieder aus. Heiraten. Ja, das kannst du machen. Muss das Fohlen versorgen, weil die hat ja, das hat ja keine Mutter. Wo ist er denn jetzt hin? Go for gold. Also später noch essen. Nur mal ganz kurz. Ich muss sagen, ich mag Sims 3 irgendwie auch mit den Gelegenheiten und alles. Sims 2 auch nicht schlecht, ist trotz Sims 3 trotzdem mein Lieblingsteil. Sims 2 liegt aber vielleicht auch ein bisschen sehr an der Nostalgie und an dem richtigen Detail, was bei Sims 4 vor allen Dingen nicht bei Sims 4 vorhanden ist, finde ich. Hier geht's, aber Sims 2 ist, wenn es um Details geht, um einiges voraus. Trotz dass es von 2004 ist. Sims 3 hat dafür andere Stärken, sagen wir es mal so. So, an die noch irgendwas machen? Hier machen wir Heu. Ach, das ist Krümel. Ich will schon. Aha. Ja. Okay. Aber Krümel scheint es gut zu akzeptieren. Das haben wir hier. Säubern. Säubern, ja. Die muss alles säubern hier. Hier. Säubern. 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 Die hat viel zu tun. Ach nee. Ach, deswegen. Wenn er noch ein Nickerchen macht. Mann, das schläft sehr lange, das Pferd. So. So.
Oh. Dann machst du die saubere Wäsche holen und dann hast du eigentlich frei, würde ich mir sagen. Kuka hat heute 1000 Dollar mitgebracht. Bürgermeister Charisma, also einfach absolut grauenhaft. Können wir hier mal irgendwas machen? Oh. Ja, Buka, du müsstest eigentlich mal Leckerchen bekommen, brauchst du jetzt nicht. Ja, Heu fressen. So noch so dick. Ich habe aber heute zumindest mal vor in dieser Folge, dass sie meint, ich heiraten. Das wäre mal nett und schön. Das machen wir dann, wenn die Kinder wieder da sind, würde ich mal sagen. Kann man hier Hochzeitskram machen oder ist das so wie bei Sims 2? Ich muss, Entschuldigung, wenn ich immer Sims 2 mit assoziiere, aber... Ja, der Teich ist wunderschön zum Heiraten. Stühle brauchen wir noch. Haben wir noch wunderschöne Stühle? Ach, hier gibt's Regenschirme. Wusste ich gar nicht. Wusste ich gar nicht mehr, sagen wir es mal so. So. Auch mal schön Heiratsplatz, weil ja ein bisschen was. Nee, das Catering machen wir am besten drin, weil wenn es pisst, ist es ein wenig beschissen. Ah, hier ist eine Hochzeitstorte. Gut. Da warten wir noch dann, bis die Kinder zurück sind und dann machen wir eine Party, würde ich mal sagen. Gibt es hier nicht irgendwie noch eine Kamera? War da nicht irgendwas? Telefone? Nein. Du da nicht. Wie warst du denn, Menschen? Die hatten hier mal eine Kamera gehabt, wo du das aufnehmen konntest. Ich kann das zwar auch so aufnehmen, weil ich es ja schon aufnehme, aber egal, du kannst es nehmen. Hier, die GoPro. Wir nehmen das denn auf. Auf einen Punkt. So. Können wir dann wieder wegmachen. Und würde ich mal sagen, kann man hier? Ach, wo war denn das Handy hier? Mann. Ne? Party veranstalten. Taylor kommt schon. Witcher gehen auch wegen mir. Soll sie machen. So. Verpasst halt die Hochzeit. Nein, jetzt nicht. Einweihungsparty brauchen wir nicht. Eine Hochzeitsparty. Freunde und Nachbarn, wir haben nur einen Freund, okay. Wir kennen aber viele. Wen nehmen wir denn mit? Natürlich unsere alte Freundin. Die ist bald schon tot, also müssen wir ja schon mal. Was haben wir noch? Bekannte von Taylor. Fox. Irwin, Cobra, Senior, Fox, Otti. Wen nehmen wir denn noch mit? Erwachsenen? Bekannte von Buka. Nehmen wir noch einen bekannten Hasenkrug. Hennessy. Nehmen wir Hennessy noch mit. Ich kenne die alle nicht, aber egal. Ex-Freundin von Buka natürlich, die war. Schön in die. Schön ums Maul schmieren. Ihr Witcher, nee, wen? Schwieger. Also, ich kenne die alle gar nicht. Was singelt denn? Das ist sein Bruder, ne? Den nehmen wir natürlich mit. Kleiderordnung. Formelle Kleidung. Ja. Kaufen und platzieren durch den Hochzimmer und den Sitzmöglichkeiten. Buffet. So, wir machen jetzt eine Party. Du kannst es ja erstmal servieren. Belaschu. Zip, zip.
Wie hatten die denn das geschafft? Der beste Student? Ich dachte, die Hausaufgaben wären schlecht. Naja, egal. Party! Ich habe bloß keine Musik da wegen. Ja, Taylor, du kannst. Das ist ja nie. Alter, das ist ja viel. Wir warten erstmal, bis die ganzen Leute kommen. Das sind alles Feen. Was ist denn das hier? Jagen, hier wird kein Pferd gejagt. So. Kellerkneipe besuchen, okay. Heiraten. Oh, bitte lass es jetzt nicht regnen, bitte. Wo ist sie denn? Heiraten. Hugane. Oh, nee. Wir haben jetzt eine andere. Wir haben jetzt eine andere Feder. Hallo. Kommt ihr mal hier klar? Oh, Wakanu! Taylor, wo bist denn du? Hochzeit ansehen. Reich und schön, jetzt nicht. Ist so ein wunderschöner Moment. Den werden wir hier festhalten. Kann man die Sachen irgendwie auch. So, gut. Mehr können wir nicht wegmachen. Verdammt. Oder geht das ja auch? Ja, es funktioniert! Ja! Ist ja cool. Das Kind steht da lieber los. Das haben die alle, ey. Wundervoll. Amanda! Oder wie? Was will man denn hat den Wahn ihres Persönlichen, wenn sie nicht bald ist? Sie wird dann mehr liebt die Hitze. Technik rein. Hatte sie immer technikfeindlich gehabt? Das wüsste ich jetzt nicht. Na egal. So, Kinders. Kann man hier... Ach, das machen die automatisch. Okay. Hochzeitstorte schneiden. Juhu. Wo ist sie? Och, jetzt nicht mit seiner Käfersuche. Wo ist sie denn? Ach, sie kommt. Ja, machen wir gleich mal zack. Jetzt habe ich wieder die Option wiedergefunden. Upala. Hey! Ja, sieht man bloß ein bisschen blöd. Dann ist mal schön. Lass ich mal ganz kurz so. Es ist nämlich richtig schick. Es ist richtig schnieke. Wieso ist mir das nicht schon vorher eingefallen? Ach, das kenne ich doch von Sims 2. Und von Sims 4. Ich trottel. Also viele Stühle habe ich gar nicht. Was ist mit dir los? Bist du jetzt den Tisch gebackt oder was? Hier, Essen. Essen? Musst du was essen? Ja. Ja, wird ein bisschen viel, ja? Ja? Hallo? Ja, gut, sie geht heraus. Hochzeitstorte essen. Dann ist... Ja, ich weiß ja gar nicht, wer hier überhaupt sitzt. Ja, was auch nicht mehr. Begrüß doch hier mal deinen Schwager ist das, glaube ich, wenn das der Bruder ist.
Wollen wir gleich dann mal ein bisschen kennen. Kulash, die stehen sich ja, wieso? Das ist doch der Bruder. Das Kind? Wo ist das andere überhaupt? Aufgeregt handeln. Da ist es langweilig. Ach, die ist hier in, meinem, in der Familie, die ich das letzte Mal gespielt habe. Okay. Tief atmen. So, jetzt mal. Endlich muss die mal wirklich. Ich muss glaube mal ins Krankenhaus. kann ich da einfach sagen, hier, Weib, geh ins Krankenhaus? Geht das? Wo ist denn das überhaupt? Hier. Hospital. Grippespritze wegen Habilität angewiesen werden. Hey, netter Blei, muss ich jetzt gehen. Was? Königlich nur für die Party von diesem Freitag. Hm. Gut, okay, also. Die lassen wir jetzt einweisen. Kommt die? Wo ist sie denn? Ist ja hier. Gut, die lässt sich jetzt mal einweisen. Ah, danke, dass du mich eingeladen hast. Lina Gargle Chonga. Kann ich ja Reste wegstellen. Luca hat soeben eine Fähigkeitserrungenschaft gemacht. Luca hat genügend Bekanntschaften gemacht, um Fähigkeit daraus von Berühmtheit abzuschließen. Okay. Die macht also hat du Hausaufgaben fertig? Nö. Ah, Hausaufgaben machen. Hier wird jetzt nicht gequatscht, hier werden Hausaufgaben gemacht. Du kannst schlecht Hausaufgaben machen. Ach, wo will denn die hin? Nee, Lil muss jetzt erstmal ins Krankenhaus. Mhm. Alle lesen, was liest er denn? Technik für Technikhasser. Wie ist der Winkel? Wo ist Taylor überhaupt? Du brauchst jetzt nicht am Computer zu sitzen. Du machst jetzt auch mal Hausaufgaben, du Idiot. Wo ist denn das Pferd? Oh, Hunger hat es noch nicht. Cheyenne? Die Hochzeit ist schon seit Stunden vorbei. Du musst nicht da in der Kälte stehen und klatschen. Ich bin mal gespannt, ob sie friert. Und er friert. Ich habe mich bloß gewundert, warum ist er mit so klatscht. Ach du Heilige, was ist das für Geräusche? Wir switchen mal einfach mal rüber. Ich muss jetzt gehen, aber danke, wer ist denn das? Ach, das ist sie, aber das ist nicht die, die vorne klatscht, nee. Die ist immer noch da. Mina macht... Aber sie macht brav in ihrem Zimmer Hausaufgaben, genauso wie er brav in seinem Zimmer Hausaufgaben macht. Du brauchst keine gute Nacht geschehen. Uka hat ein paar Tage Zeit, um in den Hafen der Ehe an... okay. Können wir jetzt Flittermochen machen? Hm. Etwas lesen? Nein. Können wir Flitterwochen machen? Hau, Google Toblet, Weeb. Welches ist denn jetzt dein Bett? Nee, du bist die mit dem Extrem, ne? Also extrem schlafen. Und Liz kommt nach Hause. Und die klatscht des Lebens frohes weiter. Bis dass der Tod sie einholt. So, warum hat sie denn Hunger? Hier sind drei fette Kuchenstücke. Aufräumen. Ja. Essen. Du kannst auch hier vom Catering was essen. Ja, das kann das Kind, kann das Kindchen machen. Ich nehme die Sushi-Rolle. Sushi-Rolle. Oh, ich muss mal wieder Wäsche waschen.
Jetzt lecker der Kuchen. Ach so, das ist Dings. Wo denn die denn? Muss ich nicht mal ins Bett? Ja gut, dann geh ins Baumhaus, dann friede ihr Hämorrhoiden hin, das ist mir egal. Wieso ist die eigentlich technikfeindlich? Ja, mal sehen, was mir... Gut, wenn es das nächste Mal am Bier ist und hat so bessere Eigenschaften, dann nehmen wir das. Nehme, die wird in 36 Tagen auch, oder? Ah, die dann. Er hier hat einfach... Er schläft einfach in der Box. Er kann ja jetzt nicht sagen, freundlich, mein Dachschmier, die Mutti ist ja nicht seine Mutti. Genauso wenig, wie das seine Mutti ist, ne? Kannst auch nicht sagen, hier, säugen, hier. Die schläft auch. Oh, wir müssen unbedingt mal Wäsche waschen. Ganz, ganz dringend. wieso geht die immer in die Richtung rein? Andere geht's nicht. Ja, gut, und während sie wieder in das Land der Träume einfahren, sage ich jetzt auch erstmal Schau und Miau. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Die Sims 3. Die Family Gacy Challenge wieder. Geh weg, Paparazzi. Und mal sehen, wie lange sie das Klatschen noch aushalten wird. Bis sie verreckt. Ciao, ciao.